Hallo alle zusammen und willkommen an der Deutschen Sporthochschule Köln. Ich bin Conti, das kommt von Konstantin und ich nehme euch heute mit über den Campus der Sporthochschule und zeige euch ein bisschen unsere Hallen und Gebäude. Kommt mit! So, eben habt ihr schon den Haupteingang von der Hochschule gesehen. Daneben ist unser Hauptgebäude. Da sitzt unsere Verwaltung drin. Da haben wir also auch sowas wie unser Rektorat sitzt da oder eine Presseabteilung, alles sowas, was für die Verwaltung einer Hochschule wichtig ist. Außerdem haben wir dort drüben ein großes Gebäude. Das ist das Institutsgebäude 1, IG 1 hat es genannt bei uns. Das ist allerdings momentan komplett leer, denn es wird komplett kernsaniert. Da wurde Asbest in den Wänden gefunden und dementsprechend wird das komplett saniert. Dafür haben wir einen Neubau, einen Ersatzneubau bekommen. Und das ist dieses schöne Gebäude, was ihr hier seht, in Grau, Silber. Das NaviMedi, Naturwissenschaftliche Medizinische Institutsgebäude. Dort sitzen viele Institute drin. Wir haben insgesamt 19 sportwissenschaftliche Institute aus allen Bereichen der Sportwissenschaft. Hier drin sitzt zum Beispiel das Institut für Biochemie mit einem von zwei NADA-akkreditierten Dopinglaboren. Das bedeutet, dass mindestens die Hälfte der Blutproben fürs Doping oder Urinproben hier in diesem Labor landen und hier analysiert werden. Andere interessante Institute sind zum Beispiel das Institut für Neurowissenschaften und die interessieren sich zum Beispiel und forschen an Bewegung und der kognitiven Leistungsfähigkeit in Schwerelosigkeit. Also Forschung in Schwerelosigkeit, auch das ist hier ein Forschungsthema. Sehr interessant. Ich verlinke euch gern mal ein Video dazu. Außerdem seht ihr hier noch weiter im Hintergrund ein großes weißes Gebäude. Momentan ist das nur weiß, denn auch das wird gerade anscheinend von außen renoviert. Das ist unser Sporoturm, ein Studentenwohnheim, Studierendenwohnheim. Und da drin kann man als Student oder Studentin wohnen, sich auf eine Liste schreiben lassen beim Kölner Studierendenwerk und dann dort eine etwas günstigere Wohnung bekommen. Das war die erste Station. Jetzt gehen wir aber zusammen zum Leichtathletikstadion und los geht's. Wir kommen hier in unserem Leichtathletikstadion. Ihr seht schon eine große Laufbahn. Im Hintergrund das Rhein-Energie-Stadion, in dem der 1. FC Köln spielt. Da können wir leider nicht rein, aber hier vorne haben wir auf jeden Fall eine Menge Sachen, die vor allem das Leichtathletikherz begehren. Das ist unser Außenbereich. Ich zeige euch später auch noch unser Leichtathletikzentrum, was dann das Leichtathletik-Innenbereich ist. Die Kurse hier, also Sportkurse, Leichtathletikkurse, finden hier draußen auch oft statt. Natürlich im Winter eher seltener, aber im Sommer eigentlich immer, wenn gutes Wetter ist. Und die Dozierenden sprechen sich dann meistens ein bisschen mit den Studis ab. Ihr seht hier, wie gesagt, schon die 400-Meter-Bahn. Dort hinten seht ihr ein paar große Metallboxen. Da sind Hochsprungmatten drin, oder zumindest im Sommer sind da Hochsprungmatten drin. Und hier in diesen großen Metallboxen sind Stabhochsprungmatten drin. Außerdem seht ihr dort hinten auch noch hier drüben eine Tenniswand. Wir sind eben schon an der am Basketballplatz lang gelaufen. Und im Hintergrund ist auch noch ein kleines Fußballfeld. Und von hier aus vor dem Rhein-Energie-Stadion auch noch ein großes Fußballfeld. Also hier viele Outdoor-Bereiche. Viele von euch werden wahrscheinlich unseren Eignungstest auch machen müssen. Und hier auf dieser 400-Meter-Bahn findet dann dementsprechend der Ausdauerlauf statt. Für die Damen sind es 2 Kilometer und für die Herren 3 Kilometer, die dann hier absolviert werden. Ich finde es immer eine sehr schöne Sache hier. Das wird immer ganz am Ende des Eignungstests gemacht. Und hier sind dann auch tatsächlich Zuschauer und Familie zugelassen. Das heißt, man kann hier auf der Tribüne sitzen. Unser Studierendenausschuss baut hier meistens einen Grill- und Bierverkauf auf. Und dann hat man hier im Prinzip beim Start schon Würstchen und Biergeruch in der Nase und schafft das dann auch noch, diese 3 oder 2 Kilometer zu bringen. Und alle feuern hier an. Das ist immer wirklich eine schöne Atmosphäre hier. Ich freue mich darauf, wenn das bald wieder möglich ist. Und jetzt gehen wir allerdings in Richtung Schwimmzentrum und ich zeige euch das Wasser.
Was ich ganz vergessen habe gerade, hier sitzt übrigens auch unser Platzwart drin. Und dieser Platzwart, dem kann man unter normalen Umständen, momentan leider nicht, seinen Ausweis geben. Und dann kann man sich hier Sachen ausleihen. Zum Beispiel kann man auf unserem Basketballplatz Basketball spielen. Oder auch, wenn man sagt, jetzt zum Beispiel Kugelstoßen, das ist nicht so mein Ding, muss ich ein bisschen üben, kann man sich hier eine Kugel ausleihen und hinten in den Kugelstoßbereich gehen und dort trainieren. Als Student an der Hochschule. Das ist ganz einfach. Für Externe ist es hier leider nicht möglich, aber als Studi ist es auf jeden Fall eine super Sache. Hier ist noch eine große Halle, das ist die Halle 10. Eine Mehrzweckhalle, wie viele andere Hallen, an denen wir gleich noch vorbeigehen. Hier wird zum Beispiel gerade Tischtennis drin gespielt. Und noch weiter hinten ist die Playa, eine Beachvolleyballanlage, auf der auch unsere Beachvolleyballkurse dementsprechend stattfinden. Aber auch dort kann frei gespielt werden. Als Studi kann man sich da eine Zeit buchen und dann zu dieser Zeit spielen. Auch eine sehr schöne Sache, vor allem im Sommer natürlich. Wir gehen jetzt aber weiter zum Schwimmen. Wir sind jetzt hier im Schwimmzentrum angekommen. Insgesamt 3 Schwimmbecken. 2 davon zeige ich euch jetzt. Und einen großen Kraftraum gibt es auch noch. Da schauen wir auch mal kurz rein. So, hier sind wir jetzt im Schwimmzentrum angekommen. Ihr seht von hier aus eines der 2 großen Becken, nämlich das Sprungbecken. 20x20 Meter, insgesamt 5 Meter tief. Und wir haben hier einige Sprungtürme, wie ihr seht, und Sprungbretter. Hier vorne, diese grünen Bretter, wie man die sehen kann, das sind die 1 Meter Bretter, auf denen auch der Kopfsprung beim Eignungstest gemacht werden muss. Und hier seht ihr schon, das ist ganz besonders, diese Bretter sind sehr weich, die haben zwar an der Seite dieses Rad, womit man die verstellen kann, aber die sind trotzdem, selbst auf der härtesten Stufe, so weit weich, dass wenn ich beim Absprung nur daran denke, ja, jetzt Kopf Richtung Wasser, dann überholen mich meine Beine schneller, als ich gucken kann. Und genau das ist das Problem beim Kopfsprung. Und deswegen empfehle ich euch allen auf jeden Fall, wenn ihr den Eignungstest hier macht, kommt vorher mal her und übt das hier. Und zwar geht das nur bei unserem Übetag. Der Übetag findet immer so ungefähr einen Monat vor dem Eignungstest statt. Und man kann dann hier tatsächlich auch an diesem Tag auf die Bretter und mal hier einen Kopfsprung machen. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, weil ihr zum Beispiel zu weit weg wohnt, dann sucht euch auf jeden Fall eine Schwimmhalle mit einem möglichst weichen 1-Meter-Brett, um das auch mal auszuprobieren. Besonderheiten hier an unserem Sprungbecken sind auch die höheren Türme drüben auf der anderen Seite. Haben wir noch einen 1-Meter-Turm, der hydraulisch hochgefahren werden kann. Dann 3-Meter-Sprungbretter und ein Turm, ein 5er, 7,5er und ein 10er, auf den wir gleich von der Seite auch mal drauf gucken können. Das Interessante hier fand ich sehr cool, als ich das erste Mal gesehen habe. Dort, wo die Sprungtürme sind, da seht ihr so eine Säule und innerhalb dieser Säule ist ein Aufzug. Und da kann ich mich unten reinstellen und einfach auf 10 drücken und schon fahre ich hoch auf den 10er und muss nicht die ganzen Treppen gehen. Eine super coole Sache, fand ich. Und jetzt schauen wir uns auch nochmal das Schwimmbecken an. So, hier seht ihr unser Schwimmbecken. Wir haben hier 8 Bahnen, sind 51 Meter, sind 50 Meter Bahnen. Und ja, ein schönes Schwimmbecken. Auch hier gibt es besondere Anlagen, zum Beispiel zur Zeitmessung. Ihr seht hier drüben zum Beispiel eine Plattform, die hier über das Becken gefahren werden kann. Von da aus können dann zum Beispiel Videoaufnahmen zur besseren Videoanalyse gemacht werden. Genau, und auch hier finden wir jetzt natürlich dann alle Wassersport-Prüfungsteile des Eignungstests statt. Die
Hier müssen zum Beispiel die 100 Meter geschwommen werden, für die es auch bestimmte Zeiten gibt. Alle Zeiten zum Eignungstest könnt ihr in einer großen Tabelle sehen, die als PDF online ist. Die findet ihr ganz einfach, wenn ihr bei Google DSHS oder SCHO Eignungstest sucht. Dann kommt ihr da sofort auf diese Tabelle. Und jetzt, ich habe es euch versprochen, schauen wir uns auch nochmal den Zehner an. Ja, von hier aus seht ihr den 10-Meter-Turm, 7,5, 5 ab von unten gesehen. Und ihr seht auch hier die Türen zu dem Aufzug, den ich gerade genannt habe. Wenn euch noch nie vom 10er gesprungen ist, kann ich sagen, es macht auf jeden Fall Spaß. Im Studium hier ist das möglich durch den Kurs technisch-kompositorische Sportarten, der dann Akrobatik, Trampolin, Springen, Trampolinturnen und auch Turm bzw. Wasserspringen hier beinhaltet. In dem Becken hier finden außerdem unsere Tauchkurse statt. Hier im Keller haben wir Tauchflaschen gelagert für den Kurs Tauch- und Rettungssport. Kann man dann hier im Prinzip auch tauchen lernen tatsächlich. Das Einzige, was man davon braucht, ist die normale ABC-Ausrüstung. Das sind Flossen und Schnorchel und Brille. Und alles andere kriegt man dann hier gestellt und kann hier in dem 5-Meter-Becken auch tauchen lernen. Und dann darin sogar auch eine Prüfung. Wirklich auch ein cooler Kurs. Von hier aus gehen wir jetzt wieder über den ganzen Campus. Ich zeige euch noch ein paar Hallen und wir gehen mal unseren Hörsaal anschauen. Können wir auch noch mal einen ganz kurzen Blick in einen von drei Krafträumen werfen. Im Leichtathletikzentrum gibt es die anderen Krafträume, schauen wir uns später auch noch an. Auch die hier sind einfach für Studis zu nutzen. Man zahlt 25 Euro im Semester, also im halben Jahr 25 Euro. Das finde ich eigentlich einen sehr fairen Preis. Und dann kann man hier auch, wie gesagt, unter normalen Bedingungen dann die Krafträume nutzen, was echt eine coole Sache ist. So, hier sind wir gerade schon an einer größeren Halle vorbeigelaufen. Das ist die Halle 8. Auch das eine Mehrzwecksporthalle. Sind jetzt die meisten Hallen, an denen wir vorbeilaufen. In alle können wir leider nicht reinschauen, aber wie gesagt, die meisten Hallen, große Sporthallen, wie man sie kennt, Basketballkörbe, Fußballtore und genau die Sportarten werden dann da auch betrieben. Wir haben ein paar besondere Hallen, wie zum Beispiel hier Halle 6 oder 7, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber eine davon ist auch eine Fechthalle. Das heißt, unsere Fechtanlage ist da aufgebaut. Auch Fechten ein Teil bzw. ein Sport, eine Sportart, die im Kurs Fecht- und Kampfsport dann vertreten ist. Okay, wir gehen jetzt hier auf unseren Spinnergang. Die Hallen, in denen wir gerade vorbeigegangen sind, sind vor allem Tanz- und Gymnastikhallen. Dementsprechend mit einem richtigen Parkettboden ausgestattet. Hier sieht man schon, dass unser musisches Forum, MUFO genannt, auch Tanz und Gymnastik ist ein Bereich des Studiums, der im Basisstudium durch die Kurse abgedeckt wird. Weiter geht's! Man kann hier so ein ganz bisschen in eine dieser Mehrzweckhallen gucken, die auch zum Turnen ausgelegt sind. Die Turnprüfungen im Rahmen des Eignungstests finden übrigens hier statt und nicht in unserer großen Turnhalle, die ich euch aber trotzdem gleich nochmal zeige. In diesen Containern hier finden sich ein Teil unserer Seminarräume. Seminare sind Kurse, die sich viel mit theoretischen Teilen beschäftigen und die meistens so eine Gruppenstärke von 20 bis 30 Leuten haben. Und dementsprechend sind hier diese Seminarräume für so viele Leute ausgelegt, mit einer ganz normalen Technik, Beamer und allem, was dazugehört. Und dementsprechend finden hier zum Beispiel Seminare statt. Aber auch unser Navimedi, was ich euch am Anfang gezeigt habe, hat natürlich auch Seminarräume eingebaut.
Mit über 500 Plätzen. Ihr seht schon, die Sitze sind ganz normal. Jetzt nicht mal Holzsitze mit einem ganz typischen, mit einer ganz typischen Holzablage. Hier finden unsere großen Vorlesungen statt. Mit, wie gesagt, teilweise vollem Saal. Und auch Klausuren zum Beispiel finden hier dann statt mit ordentlichem Abstand. Auch außerhalb von der Corona-Phase, denn es soll ja nicht gelogen werden. Schon ein Gebäude, was ich ganz am Anfang beschrieben habe, das IG1. Wir kommen im Prinzip von da. Wir sind jetzt einmal längs über unseren Campus gegangen und ihr seht schon, sehr lange dauert es nicht. Es ist alles sehr kompakt hier, was wirklich schön ist. Man muss sich nicht aufs Fahrrad setzen, um erstmal noch 15 Minuten zu einer anderen Halle zu fahren oder was. Es gibt natürlich Außenteile, wie zum Beispiel für unseren Ruder- oder Kanukurs. Da fährt man hier hoch zum Füdinger See. Das dauert dann schon ein bisschen, aber das sind halt spezielle Fälle. Gut, von hier aus gehen wir aber jetzt mal in unser Leichtathletikzentrum. Bevor wir ins Leichtathletikzentrum gehen, habe ich mir gerade gedacht, wir schauen uns noch mal kurz unseren Biergarten. Hier seht ihr schon das große Schild, unsere Mensa kann ich euch heute leider nicht zeigen, denn die ist momentan geschlossen leider. Unsere Mensa ist eine super Sache, um mittags oder auch abends nochmal vernünftig zu essen. Die Portionen sind gut, das Essen ist lecker und günstig ist es vor allem sowieso, vor allem für Studierende. Im Sommer kann man aber auch besonders gut sein Essen draußen genießen, wie zum Beispiel hier in unserem Biergarten. Man nimmt sich einfach sein Essen aus der Mensa, setzt sich hier raus, trifft sich viel mit Freunden und im Sommer ist hier alles pickepacke voll auf jeden Fall. Und die Studis genießen hier auch die Sonne und ihre Mittagspause mit gutem Essen oder der Wind. Wirklich ein schöner Platz, der mir immer sehr gefällt. Ja, hier seht ihr unsere Leichtathletikhalle. Ganz schön groß, ganz schön leer heute. Hier im Hintergrund seht ihr unsere Stabhochsprungmatten. Dort drüben der eine Kraftbereich, von dem ich vorhin noch geredet habe. Hinten in der Halle im Gebäude ist auch noch ein Freihantelbereich. Da gehen wir aber jetzt heute nicht rein. Und hier hinten der grüne Bereich ist vor allem für Kugelstoßen reserviert. Außerdem seht ihr hier auch noch die Hochsprungmatten und im hinteren Teil der Halle auch noch einen großen Schlauch mit einer 100 Meter Bahn zum Sprinten. Und damit haben wir auch schon die drei Leichtathletikdisziplinen vom Eignungstest abgedeckt. Hochsprung, Kugelstoßen, Sprint, findet alles hier statt. In den normalen Kursen kann man dann zum Beispiel auch noch in der Prüfung sich für Weitsprung oder Hürdenlauf entscheiden. Genau, und auch solche Kurse finden dann hier statt. Wir gehen nochmal hinten auf die 100 Meter Bahn, kann ich euch nochmal ein paar Besonderheiten zeigen. Ja, das ist die 100 Meter Bahn. Die Besonderheiten hier, ihr seht vielleicht diese kleinen Pfeiler. Das sind Zeitmessanlagen, also Lichtschranken, mit denen die genauen Phasen des 100 Meter Sprints gemessen werden können und so genau geschaut werden kann, in welcher Phase man am schnellsten ist oder auch ob man zum Ende vielleicht sogar schon von der Geschwindigkeit abnimmt. Außerdem finden sich hier in der ganzen Halle Druckmessplatten, wie zum Beispiel hier drüben bei der Weitsprunganlage. Und über Computer, die jetzt hier im hinteren Bereich sind, in diesem grauen Kasten dort hinten, kann dann genau gemessen werden, mit welcher Kraft hier abgesprungen wird. Außerdem kann hier der Boden hochgefahren werden, um die Flugphase beim Weitsprung etwas zu verlängern, um etwas mehr an seiner Haltung in der Luft zu arbeiten.
Ja, alles das Teile, die hier in der Leichtathletikhalle eingebaut wurden. Und jetzt gehen wir noch zur letzten Station, nämlich unsere Halle 21, unsere große Turnhalle. Hier sind wir in unserer Halle 21 angekommen, unsere große Turnhalle. Ihr seht schon, eine ganze Menge Sportgeräte, Turngeräte, Frauen- sowie Männergeräte und auch eine große Bodenfläche in Wettkampfgröße. Kurse finden hier innerhalb des Studiums auch statt. Nicht alle Turnkurse, wie schon hier vorhin erwähnt, und auch die Eignungstest-Turnprüfung findet hier nicht statt, sondern in unseren kleinen Hallen. Nutzen kann ich das als Studi immer nach oder in dem Semester meines Turnkurses. Und zwar, damit ich jetzt selber für mich ein bisschen Turn trainieren kann. Dann kriege ich dann Ausweis und kann damit hier reingehen, unter normalen Bedingungen. Die Nordhallen, in denen wir hier allerdings gerade sind, sind auch wesentlich größer. Wir schauen uns mal die anderen Hallen an, auch wenn sie nicht ganz so spektakulär sind wie diese. Ja, sie sind nicht nur nicht spektakulär, sondern hier auch heute dunkel. Denn anscheinend findet hier nichts statt. Ich weiß nicht genau, wie sehr man es sehen kann, aber es ist einfach sehr große, auch wieder Mehrzweckhallen mit allen möglichen Linien eingezeichnet zum Fußball, Handball, Basketball spielen, Volleyball spielen. Drüben sind auch noch Badminton-Bereiche. Badminton-Prüfung zum Beispiel findet auch hier statt. Fußballprüfung findet immer hier drin statt, egal wie gutes Wetter ist. Findet nie draußen statt. Also im Eignungstest, meine ich jetzt. Genau, das sind unsere großen Nordhallen. Wie gesagt, einen weiter nochmal. Nochmal die Hälfte dieser Halle und dementsprechend ein sehr großer zusammenhängender Hallenkomplex hier. Okay, jetzt gehen wir raus und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch. So, und damit kommen wir zum Ende der Campusführung. Wir stehen jetzt hier direkt unter unserem IG1 und im Hintergrund seht ihr außerdem auch noch unsere Bibliothek, die größte Zentralbibliothek für den Bereich Sport international. Aber da nehme ich euch jetzt nicht mit rein, sondern zeige euch gerade mal nur ein paar Bilder, weil es einfach nicht möglich ist, da so mit der Kamera reinzulaufen und ständig rumzuquatschen. Denn natürlich sind da auch jetzt momentan ein paar fleißige Studis drin, die dort für Prüfungen lernen oder ihre Abschlussarbeiten schreiben oder Hausarbeiten. Eine Sache, die ich euch auch noch nicht gezeigt habe, ist unser Radstadion, die Albert-Richter-Bahn. Da blende ich euch hier jetzt mal ein paar Bilder ein. Eine große Bahnradbahn mit einer verrückten Steigung, die bis zu 85 km/h zulässt auf dem Fahrrad. Das kann man im Rahmen unseres Radsportkurses machen. Auch das ist auf jeden Fall ein toller Kurs, um das mal erlebt zu haben. Ja, damit sind wir am Ende hier der Campusführung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns vielleicht bald irgendwann mal selber live und in Farbe hier auf unserem Campus an der Deutschen Sportschule Köln. Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurer Bewerbung hoffentlich. Macht's gut und bleibt alle gesund. Ciao.